Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Der Tag ist endlich gekommen. Wir knöpfen uns den Lagiakros vor. Schon wieder, zum vierten Mal. Keine Ahnung, das erste Mal sind wir nur vor ihm weggerannt. Beim zweiten Mal, ja, sollten wir ihn, glaube ich, oder waren das nur dreimal? Egal. Jedenfalls, wir tun uns jetzt mal hier was herstellen, was vernünftiges, Büffelbutter und Flucht vor großen Monstern, wenn man von einem Trainer zurückweicht, wenn man von einem Monster entdeckt wird. Super Katze, verlangsamt Ausdauer, voraus beim Sprinten, verhindert Rückschläge beim Transport. Flüchtling, dann oh, keine Ahnung. Immer einfach. Ja, das hier. Nein, warum nicht? Müssen unsere neuen Dinger mal ausprobieren. Welch frisches Aroma. Okay. Dann auf zum Lagiakros. Nieder mit den Lagiakros. Peter und 500 Cent kriege ich dafür. Ja, und den schaffe ich schon alleine. Keine Angst. Ja, kein Problem. Wir haben gegen den schon gekämpft an Land. Also, schaff mal doch jetzt. Es wird Zeit, dass du gegen das üble Monster antrittst, den Lagiakros, der das Dorf gepeinigt hat. Oh, wie aufregend. Du bist dabei, aber nicht allein, Wertjäger. Vergiss das nicht. Alle im Dorf betrachten dich als Teil der Familie. Wir glauben an dich. Besieg den Lagiakros und komm gesund wieder. Alles klärchen. Mein Bärchen. So. Ich glaube, nach dem Lagiakros habe ich nichts mehr gemacht. Also hiernach wird schon wieder alles blind. Ich weiß nicht, warum ich genau an der Stelle aufgehört habe. Ja, vielleicht habe ich irgendwie gedacht, ja, jetzt habe ich den erledigt, jetzt habe ich kein Ziel mehr und was weiß ich. Das ist irgendwie so was Stumpfsinniges, ne? Na gut. Dann, da wird wahrscheinlich ein Unterwasserkampf, ja klar, wird das ein Unterwasserkampf auch. Ja, schade, ich dachte, er wird hier schon sein, dann könnten wir hier schon mit dem Kampf beginnen. Ist auf jeden Fall genauso nervig wie der Königslu drauf zu bekämpfen, deswegen, naja, freue ich mich nicht so. Vor allem, wenn es wieder unter Wasser ist. Habe ich das schon erwähnt? Ist auch nicht. Los, ihr helft mir doch, oder? Was hat es eigentlich mit diesen Katzen auf sich, ganz ehrlich? Können die überhaupt sprechen oder so? Ja, ne? Ein alter Opa, ja, der spricht auch Deutsch. Hey, der Schwanz ist nachgewachsen. Ja, der ist sauer. Habe ich so ein Gefühl. Aber ich nicht. So, wo bist du? Komm heraus! Ich möchte schon mal den Kampf beginnen. Hab genug von den Dingern, komm her. Wer ist er gar nicht? Da ist er. Oh Mann. Hi, na? Kennst du mich noch? Ich bin der, der deinen Schwanz abgetrennt hat, der jetzt aus mysteriöser Weise wieder dran ist. Warum kommt denn immer noch diese Kampfmusik? Ich würde mir irgendwie vorstellen, dass hier voll die Bosskampfmusik kommt, so eine epischere. Als die stinknormale von allen anderen Viechern. Unter Wasser kann ich mich nicht so darauf konzentrieren, deinen Schwanz abzutrennen, habe ich so ein Gefühl. So. Na, oh, das sieht nicht gut aus. Zumindest habe ich eine geile Rüstung.
Oh, verdammt. Oh nein. Man hat zu dir zurückschlagen. Boah, ich wusste es. Immer wenn man zweimal getroffen wird, ne? Zweimal hintereinander. So das Gefühl. Ich bin jetzt schon beinahe am Sterben, Mann. Nicht gut. Ich glaube, diese Teile am Rücken kann man kaputt hauen, ne? Ja, da habe ich sogar absichtlich geblockt. Cool. Nimmt er immer wieder neue Angriffe. Jetzt Maul. Die Dinger am Kopf kann man bestimmt auch abtrennen, hier, diese Shenlong-Dinger. Oh nein. Sehr gut. Irgendwie bin ich da ausgewichen. Ja, komm mal mit deinem Schwanz hier rüber. Wenn wir an Land sind, hau ich den kaputt. Wir haben letztes Mal, da war doch ein Spaß, ne? Sag bloß, du verstehst keinen Spaß, Mann. Wir sind schon Freunde hier. Du hast gegen mich gekämpft, ich habe gegen dich gekämpft. So, riesiger Spaß. Oh, nee. Zurück war ich weit entfernt von dem. Oh, nein. Oh, nee. Bitte gern Land oder so. Sieht aus, als würde er an Land gehen, ja. Oder auch nicht, was zum Teufel. Soll ich auf den Arm nehmen? Auf den Randal zu veranstalten. Da will ich hier ein bisschen auf die Schippe nehmen. Au! Hat Gefühl. Das war episch. Mich durch den Felsen durchgehauen. Ja, mit den Tränken wird das, glaube ich, ein bisschen knapp. Ja, denke jetzt, gehst du an Land oder nicht? Ich kann irgendwie nicht ausmachen von deinen Bewegungen. Ja, das ist doch schon ein bisschen schwieriger jetzt. Ja, schwimmt da wieder irgendwo hin. Jetzt geht es aber in ein anderes Gebiet, ne? Schon wieder ein Unterwassergebiet, Mann. Oh Gott. Komischerweise ist meine Hungeranzeige noch nicht gesunken. Dafür die Rüstung hier, weiß ich nicht, minus Hunger hat. Okay, erste Runde haben wir geschafft. Helft mir, ihr Idioten. Ich versuche hier euren Peiniger zu erledigen. Der ist bestimmt auch nicht sehr freundlich zu euch. Ja, ja, ja. Gute Treffer. Sehr schön. Nein. Oh ja, gut. Tu im Wasser Elektrizität einsetzen. Wer kommt denn auf so eine Idee? Ich bin schon immer gefragt, wie das funktioniert. Müssen doch hier alle Fische und so drauf gehen und verbrutzeln. Bams. Ist auf dem Rücken gelandet im Wasser. Funktioniert denn das bitte schön?
Was? Ich wurde getroffen. Nein. Komm schon. Dem Legs. Was? Dem Tail meine ich. Den Schwanz wieder abhauen. Geht doch nicht. Kann ich euch nach Hause gehen? Hallo? Muss man da über den Kamin hängen? Ich weiß, ich den echt gut. Boah. So, glaube ich, Auto blocken, weil ich tue manuell eigentlich fast nie blocken. Hey, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Gut. Da war der Felsen da. Ach man, ich dachte, ich würde den treffen. Ja, ich glaube, ich werde dadurch getroffen, oder? Nee. Sehr gut. So, wieder schleifen am besten. So, setz mal deinen Elektroangriff ein, dann kann ich schön schleifen. Egal, wird schon klappen. Schön, was passieren könnte, dass ich sterbe. Komm schon, jawohl. Ich hab den schon wieder abgetrennt. Das wird den gar nicht gefallen. Die hätten das irgendwie so machen sollen, dass die Monster aggressiver werden, wenn man denen den Schwanz abtrennt. Vielleicht ist das ja auch so, keine Ahnung. Ah, bis jetzt läuft's gut. Frag mich, was danach noch kommt. Kommen wir bestimmt irgendwie in so ein Vulkangebiet, oder? So wie im Intro. Vielleicht müssen wir dann gegen dieses komische Viech dann kämpfen. Mit diesen komischen Beulen oder was auch immer. So, wo? So ein Land. Das wäre voll geil. Jetzt habe ich schon deinen Schwanz abgetrennt. Jetzt kann ich... Mann. Den Schwanz hätte ich irgendwie ein Land abtrennen sollen. Weil das voll einfacher ist. Oh, ich bin erschöpft, sehe ich gerade. Meinen, den seine Brust kannst kaputt machen. Da kommt er so eine Narbe. Ist eigentlich nur ein zu groß geratener Königsludrov vom Movement Set her. Und stärker. Weil die Dinger kannst du auch kaputt machen. Ich weiß es. Dreh ich um. Dann nicht. Also, ich hab dich schon so gut wie erledigt. Du hast auch keine Chance. Oh Gott, er kann seinen Elektroangriff auch hier einsetzen. Nein. Lass mich raten. Ja, es ist immer so vorausschaubar. Nein, nicht mit Megatrank, verdammt. Da, ich wusste es. Ist nur sein Schädel am besten. Weg. Wer, du schießt jetzt so ein Kackding auf mich. Ich bin auch weggerollt. Gott. Wer so geladen auf mich zukommt.
Oh Mann. Ich will eigentlich rennen, aber ich habe meine Waffe nur gezogen gehabt. Mann! Ach Mann. Dun, 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 dun. Los, komm. Oh, ich treffe den Schädel nicht. Kannst du ganz bestimmt irgendwie auch was kaputt machen. Kannst du doch immer. Sehr gut. Voll geil aus, wie die Narbe hier so aussieht. Heute haut jetzt ab, ne? Jetzt sind wir noch nicht geschwächt. Ach da. Ist das lecker. Ich bin mit einem Kampf. Ich hasse dieses Gepose. Was soll das überhaupt bewirken? Das ist irgendwie nur dazu da, damit das Spiel ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird. Ansonsten nichts. Du Pisser. Da, mitten ins Gesicht. Dass du euch geblendet wirst. Warte, was habe ich jetzt bekommen? Irgendwie ein Effekt oder so. Siehst du mal deine Waffe? Ich bin so blöd, meine Waffe zu ziehen. Oh Mann. Boah, danke, Autoblock. Du bist ja mal zu weit weg. Das gibt's doch nicht. Sehr gut. Wir haben aber noch nichts gefunden am Boden oder im Wasser, ich aufnehmen kann. So, ach. Boah. Also nach jedem Trank irgendwie so eine Pose zu machen, beim Essen ja nur so zu machen, so lecker und so, und ach, jetzt mal nach zwei Treffern direkt betäubt zu werden, sind irgendwie nicht sehr gute Qualitäten für einen Jäger, ne? Jetzt mal so ein Kack passiert, der absichtlich so ein Zeug macht immer. Ich meine, muss echt immer sein, dass ich nach jedem Trank so, der war lecker gemacht. Wow, what zum? Das macht den Typen eigentlich zum schlechtesten Jäger aller Zeiten, ne? Ach man, mal gerade hätte ich schön auf das Ding ziehen können, aber nein. Oh. Nein, Mann. Ich bin wieder betäubt, ne? Ist immer gleich Spektakel. Oh. Satt ein Dreck. Nur wegen dieser Kackbetäubung. Mann. Warte. Jetzt kriegst du aufs Maul. Wer der heizt jetzt wieder? Warum ist mein Ausdauer jetzt runter?
Nein! Boah, ich hab doch. Boah, heute läuft irgendwie alles schief, habe ich das Gefühl. Aber dafür kriege ich den jetzt. Weil der kommt mir ja nicht davon. Wahrscheinlich pennt er irgendwo und tut sich jetzt schon schön voll ein. Der Sack. Vor allem, wie der jetzt auf einmal voll abgeht. Aha. Na gut. Den kriege ich jetzt. So, ein Trank jetzt verballert. Voll geil. Ich glaube, mein Essenseffekt ist jetzt auch weg, ne? Ich bekomme es irgendwie so vor, als hätte ich jetzt weniger AP. Aber das kann natürlich auch nur Einbildung sein. Das Geld, das ich am Ende bekomme, ist mir sowieso schnuppe. Ich habe genug Geld. Ich habe auch viele Sachen, die ich irgendwie verkaufen kann, um Geld zu scheffeln. Das ist jetzt nicht das Problem. So, jetzt ist er wieder zu seinem Hauptplatz hier zurückgekehrt, verdammt. Da pennt er auf jeden Fall, das weiß ich. Aber ich habe dann schon ein paar gute Sachen abgezogen. Abgekratzt, sag ich mal. Ich meine, sein Kopfschmuck, sein, weiß nicht, sein Schwanz, ja. Und seine Brust. Und ich glaube, am Rücken kann ich auch was kaputt machen. Da versuchen wir mal als nächstes. Bin aber erst noch froh, wenn ich überhaupt den kaputt kriege. Wo ist er? Da ist er. Und er ist nicht am Pennen, okay. Macht er da? Geh am besten mal schlafen. Komm, geh schlafen. Ach ja, der Sandmann, der kommt. Der traut wahrscheinlich seinen vergangenen Schwanz nach. Ja, ich wusste, dass du schreist direkt. Oh, scheiß drauf, weil ich angreife, einfach kaputt hauen. Oh Mann. Aha. Und jetzt hier auf. Voll da hochgeschlichen, ne? Ausgerechnet. Jetzt geht er da rein. Oder? Ja, okay, da kann ich gegen den kämpfen. Das ist kein Problem. Schön. So, komm her. Ich spreche platt. Und hier nicht der Königsnu drauf? Wie einfach Hausklauen. Sehr schöne Treffer. Aber ein paar gute Treffer. Geht die wahrscheinlich sowieso nicht mehr kaputt, aber egal. Danke, Autoblocken. Ich gerade sein Geschrei geblockt. Was zum Teufel? Ja, hier geblieben. Jetzt treffe ich den gar nicht mehr. Und wieder? Oh nein. Der hat mich gleich schon wieder kaputt, sehe ich. Komm schon, wäre gelacht, wenn ich dich nicht krieg. Oh. War knapp. Schmeckt das? Ja, das schmeckt. Oh, ich bin glücklich. Dreck, ey. Wer hat sich das ausgedacht? Ganz ehrlich. Ja, ich hätte hier schön ausweichen können, aber nein, ich muss erstmal posen.
Sehe ich hier Jojo's Bizarre Adventure. Ich denke, der schlechteste Jäger aller Zeiten. Kannst du mal aufhören mit dem Angriff? Das ist der einzige Angriff, wo ich nicht so locker rauskomme. Jetzt macht er schon wieder. Jetzt auf damit. Ernsthaft. Oh, sehr schön. Hi. Nein, nein. Lagia kurz Klaue, geil. Ja, jetzt haben wir jetzt die Hauptbedrohung endlich mal erledigt. No, wie geht's jetzt weiter? Das weiß selbst ich nicht zu sagen. Nehmen wir mal hier noch was mit. Knochen. 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 So, dann guck mich so. Danke. Jetzt meinen sie wieder, ihren großen Macker zu machen, nachdem ich hier den erledigt habe, ne? Was irgendwie gar keinen Sinn macht. Mein Gott, ein Viech. Da ist ein Mensch, der ein verdammt großes Viech erledigt hat, was wir hätten auch nicht erledigen können. Los, greifen wir den an. Was für ein Bild. Unser Knochen bloß, bloß. Lager groß. Rüstkugel, sehr schön. Rüstkugel plus, sehr, sehr schön. Und Klaue, Haut, Knochen, wie man Klaue, was weiß ich. Blitzstrudel. Du hältst die Ausrichtung Gezeiten als Band. Okay, was? Das ist auch keine Auszeichnung. Das hat irgendwie so medaillenmäßig Auszeichnung. Das wird Sinn machen, nämlich. So, Game Over, oder? Oder? Okay. Was ist hier los auf einmal? Beruhigt euch, reißt euch zusammen. Sei ehrlich, ist der Lagiagus entkommen, als du ihm gejagt hast? Ist dein Auftrag auch wirklich beendet? Du sagst, du hast ihn besiegt? Gut, ich glaube dir, aber was zum Diablos verursacht dann dieses Erdbeben? Das kann man wohl kaum Schub des Lagiagus sein, oder? Das letzte Beben war hart, um es noch harmlos auszudrücken. Noch so eins und wir könnten Fischfutter werden. Ich werde nicht untätig auf mein nasses Grab warten. Es ist noch erst zu spät, wenn es zu spät ist. Noch ist es das nicht. Du hältst dich bereit, falls wir einen Jäger brauchen, wenn es soweit ist. Das ist es übrigens noch nicht. Okay. Meine Güte, alle wollen mit mir reden. Noch ein Beben? Gerade jetzt, wo du den Lagiagus von uns vertrieben hast? So langsam glaube ich, dass der Lagiagus die Beben gar nicht verursacht hat. Aber ich weiß nicht, wer sonst dafür verantwortlich sein könnte. Eines weiß ich jedoch, wenn wir nicht bald etwas tun, wird unser Dorf ins Meer versinken. Das letzte Beben war sogar noch schlimmer als davor. Als würde ein Riesenmonster das Dorf kräftig schütteln und mit riesig meine ich riesiger als der Lagiagus. Ach, ich rede Unsinn. Vergiss es, was auch immer hinter den Erdbeben steckt. Wir werden Mogab schützen. Du fährst es zuerst, wenn ich etwas Interessantes höre. Alles klar. Boah. Hey, schön dich zu sehen. Rate mal, was ich gerade reinbekommen habe. Jede Menge neue Waffen. Wusch, zing, kabum, stell dir das Blutbad vor, das du damit einrichten kannst. Oh, tschüss. Ja, in echt? Sie sind besser als die alten Waffen und sie sind sogar einsatzbereit. Keine Montage erforderlich. Ich habe auch bewusste Rüstungen aufgeschockt. Ich hoffe, deine Börse ist voll, denn jetzt wird sie geleert. Okay, freue mich. Hallo, es gibt Neuigkeiten von dem Insektengeschäft. Du willst das hohe Geld bekommen, das wollen wir alle. Und diese Farm-Insekten werden gerade ziemlich lukrativ. Nostalgische Stittler fangen an, sie zu ordentlichen Preisen zu kaufen. Das sind echte Exzentriker. Die Insektennachfrage ist enorm gestiegen. Wir müssen so bald wie möglich unsere Insektenbox verbessern. Ich habe dir aufgeschrieben, was wir da so baust. Blablabla. Wenn du Zeit hast, kannst du was ja machen. Ich weiß. So. Du. Oh je, die Lage ist ernst. Auch wenn du hier bist. In Zeiten wie diesen muss man zusammenarbeiten. Und du hast nicht zurückschauen, stimmt?
Und deshalb präsentiere ich dir den Packführer. Er ist aus der gleichen Serie wie der Organisationsführer von neulich. Er hilft dir bei der Benutzung deiner Objektbox. Ernsthaft, ich glaube, dieses Buch könnte dein Leben verändern. Ich habe es gelesen und sieh mich an. Siehst du? Ja, ich habe doch genug Platz, meine Güte. Oh la la, sieht aus, als würde die sprichwörtliche Milch des Dorfs Bocker sauer werden. Wir sind verloren, Mounts. Ja, in harten Zeiten wie diesen haben die kulinarischen Begabten Pflicht, mein Essen zu trösten. Mach dich bereit zum Speisen, Rüdiger. Meine Gerichte kommen der Perfektion immer näher. Okay. Wie, wo, wer, was? Noch ein Erdbeben? Aber wie konnte... Ich meine, weiß nicht, hast du den Lagiakus sich erlegt? Das ist... Ah! Okay, beruhig dich. Einatmen, ausatmen. Okay, es geht wieder. Ich bin nicht besorgt. Deswegen ist mein Puls jetzt wieder im normalen Bereich. Also zum Geschäft, da du die Gilde mal wieder umgehauen hast, hast du die Erlaubnis für ein neues Jagdgebiet. Das wird dich richtig einheizen, der Vulkan, ich wusste es. Allerdings habe ich auch ein paar schlechte Neuigkeiten. Ja, genau zu, ja, vor kurzem erteilte die Gilde einen Evakuierungsbefehl für das ganze Dorf. Und das schließt mich und dich mit ein. Ist das zu glauben? Wir haben noch etwas Spielraum, aber wenn ich vom letzten Beben berichte, geben sie uns sicher keine Quest mehr. Ich will ja Sicherheit für alle, aber ist Evakuierung nicht gleich, das gleiche wie das Dorf zu verdammen? Sollen wir nicht wenigstens herausfinden, was das Erdbeben verursacht? Ich bin in die Zwickmühle. Ich bin in der Zwickmühle. Oder hungrig. Okay. Boah, jetzt können wir 5 machen. Ja, fang ein, Lagerkus. Ja, Vulkan. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir die beiden Missionen. Also nicht den Lagiakus fangen und in mein Haus des Augenbinde Quest anscheinend, aber da gucken wir nächstes Mal nach. Ich bedanke mich jedenfalls allerherzlich fürs Zuschauen und sage dann Tschüss, bis zur nächsten Folge.